Dr. Georg Zanger, schönen Vormittag. Danke, dass Sie uns erneut mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Herr Dr. Zanger, Sie haben soeben vernommen, es gibt einen Schuldspruch im BUFOG-Fall. Wie interpretieren Sie diesen ersten Schuldspruch? Wir wissen, die Urteilsbegründung ist noch ausständig, aber wie sehen Sie diesen ersten Schuldspruch jetzt? Also, ich kann nur das wiederholen, was ich schon gesagt habe. Erst einmal guten Tag. Schön, dass Sie mich befragen. Es ist eine Beweiswürdigung, die die Richterin, der Richtersenat trifft. Das heißt, alle kleinen Details, die im Laufe des Prozesses eine Rolle gespielt haben, sind in diese Überzeugung eingeflossen. Jetzt hat es sehr viele Beweise gegeben und die dazu gerichteten Erklärungen der Angeklagten waren sehr unzutreffend, ungenau, auch nicht glaubwürdig, vor allem was dieses dritte Konto betroffen hat. Dass letztlich dann Hochegger eine Aussage gemacht hat, die auch diesen Sachverhalt klarlegt, indem er dargelegt hat, dass er damals schon wusste, dass es sich hier um ein Konto handelt, das dem Angeklagten Grasser zuzuschreiben ist, hat natürlich die Verurteilung erleichtert. Aber wenn man sich die ganze Vorgeschichte anschaut und ein Detail auf diese Frage des Sparbuches oder des 500.000 Geldbetrages richtet, der zwar gar keine Rolle spielt in dem Verfahren, so hat sich dort für die Richterin sicherlich der Eindruck verhärtet, dass der Angeklagte Grasser nicht die Wahrheit gesagt hat. Und wenn er nicht die Wahrheit gesagt hat in dem Fall, dann kann man davon ausgehen, dass das in anderen Fällen, die viel gravierender sind, auch machen wird. Letztlich war entscheidend, dass die Schwiegermutter sich geweigert hat, eine Aussage zu machen, weil das ein Bild geworfen hat, dass sie offenbar Angst hatte, sie würde eine Falschaussage machen, wenn sie die Darstellung von ihrem Schwiegersohn bestätigt hätte. Ich kann es anders auch nicht sehen und ich war seit langem, auch während der Verfolgung des Prozesses, der Meinung, dass eine Verurteilung nicht zu umgehen ist. Herr Dr. Zanger, wir haben heute Vormittag schon einmal gesprochen, aber für jene Zuschauer, die später sich zugeschaltet haben, die Aussage von Peter Hochegger, da hat die Verteidigung immer wieder gesagt und auch Karl-Heinz Grasser, er möchte sich da nur mit Unwahrheiten oder das stimmt alles nicht und er möchte sich nur freikaufen. Da haben Sie gesagt, das geht gar nicht. Hallo? Weil er schon eine Höchststrafe bekommen hat und nach unserem Strafprozessregime kann ich für mehrere Taten, die in der Vergangenheit, das heißt vor der ersten Verurteilung gelegen sind, nicht höher bestraft werden, als die Gesamtstrafe vorsehen würde, als würden alle Fälle zusammenverhandelt und mehr als 10 Jahre kann er nicht bekommen. Die Frage ist, das werden wir dann sehen bei der Strafe, ob die Richterin von einer so organisierten Kriminalität ausgeht, weil dann wäre die Strafe nicht 10 Jahre, sondern 15 Jahre. Und bei 15 Jahren könnte es sein, dass auch Hochegger noch eine Zusatzstrafe bekommt. Ich glaube, dass Hochegger erkannt hat, dass die Chancen, freigesprochen zu werden, auch sehr gering sind. Und er hat ein Puzzle geliefert, das zweifellos die Situation für die Verurteilung erleichtert hat. Und wenn es eine Zusatzstrafe gibt, wird sie sicherlich bei Hochegger entsprechend niedrig ausfallen oder es wird gar keine Zusatzstrafe geben. Können Sie ungefähr abschätzen, wie hoch denn die Strafe sein könnte, die die Angeklagten ausfassen werden, zumindest jetzt ausgesprochen wird? Die Richterin wird, wenn es davon ausgeht, dass es so eine Gruppe von Kriminellen war, die etwas organisiert haben, dass hier das Strafausmaß bei 15 Jahren liegt. Und wenn es bei 15 Jahren liegt, so wird die Richterin unter Berücksichtigung der Länge, der Dauer und auch der Gesamtsituation und vor allem des Zeitverlaufes, in dem sich die Angeklagten dann wohlverhalten haben, wohl unter diese 15 Jahre hinuntergehen können. Wenn ich es einschätzen kann, könnte ich mir vorstellen, dass es hier zu einer Verurteilung von 7 Jahren kommt, vielleicht auch weniger. Herr Dr. Zanger, Sie gestehen mir eine kurze Verständnisfrage einer Laien zu. Sie sind der Jurist, Sie haben jetzt davon gesprochen, eine Gruppe, eine Vereinigung von Kriminellen. Wenn die Richterin danach beurteilt, ist das der sogenannte Mafia-Paragraf? Nein, es geht ja vor allem hier darum, dass ein organisiertes Verbrechen anders zu beurteilen ist als eine Einzeltäterschaft. Und
Also die, das österreichische Strafregime führt einfach aus, dass wenn mehrere Leute zusammen sind, die Strafhöhe dadurch erhöht wird. Jetzt abschließende Frage noch, weil wir wollen natürlich die Zuschauer gut informieren. Wir haben ein bisschen vorher diskutiert darüber. Vielleicht könnten Sie das nochmal präzisieren. Als Angeklagter muss ich die Wahrheit sagen oder darf ich auch lügen? Das wollte ich nochmal wissen von Ihnen. Also das ist in Österreich ganz klar geregelt und auch vernünftig geregelt. Niemand muss sich selber belasten, was in der Folge dann dazu führt, dass jeder auch die Unwahrheit sagen kann und dafür nicht bestraft werden kann. Es gibt nur umgekehrt einen Vorteil, wenn ich die Wahrheit sage. Das heißt, wenn ich ein Geständnis ablege, habe ich einen Milderungsgrund, der dann mir eine niedrigere Strafe bescheren kann. Und hier ist es oft so, dass nur die Tatsache, dass ich eine Sache durch mein Geständnis aufkläre, auch eine sehr niedrige Strafe weit unter dem Minimum möglich ist.